Willkommen zurück zu einem neuen 5M Lua Scripting Tutorial. Einige von euch haben mich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie man sich zu einem Wegpunkt teleportieren kann, den man selber auf der Karte setzt. Da man ja nicht ohne weiteres die Position davon rausbekommen kann, wenn man die Funktionalität nicht kennt. Und darauf möchte ich in diesem Tutorial einmal eingehen. Wir erstellen uns in unserem Serverordner unter Resources einen neuen Ordner. Den nennen wir einfach mal Wegpunkt. Und hier drin erstellen wir uns wie gehabt eine fx-manifest.lua. Ihr kennt es ja schon, um dann unsere Parameter, um unsere Optionen dann festzulegen. Hersteller, also Autor und so weiter und so fort. Und welche Client- oder Server-Scripts wir brauchen. Wir sagen hier fx-manifest.lua. Öffnen diese Datei einmal mit Visual Studio Code. Und fangen wieder an mit der fx-Version. fx-version. Das ist wieder bei uns Cerulean, dann dem Game, das ist GTA 5. Und dann könnt ihr noch sagen Autor, Bam, Nemesis. Dann könnt ihr noch zum Beispiel sagen Description, sagen wir hier mal Wegpunkt, Teleport. Und dann könnt ihr noch die Version mitgeben, welche Versionsnummer es hat. Ich sag wieder 1.0.0. Dann das Wichtigste, da wir hier auch wieder nur ein Client-Script brauchen, verweisen wir mit Client-Script auf unsere Datei client.lua. Speichern das Ganze und die fx-manifest ist fertig. Wenn ihr natürlich auch in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst doch gerne jetzt schon mal ein Abo da. Als nächstes legen wir einmal die die client.lua an. client.lua. Öffnen auch diese Datei mit dem Visual Studio Code. Und hier definieren wir erstmal einen neuen Befehl. Das machen wir mit, ihr wisst es ja hoffentlich noch, Register Comment, dann der Comment-Name, ich sage jetzt mal Wegpunkt, Teleport, dann kommt wie gehabt unsere Standardsachen, Function, als Parameter Source, Raw, Args und Raw. Und dann kommt natürlich ganz am Ende noch ein End hin. Das ist der Standardaufbau und hier drin können wir dann erstmal eine Funktion benutzen. Wie immer empfehle ich natürlich, sich die Docs von 5M anzuschauen. Und zwar benutzen wir hier getFirstBlipInfoID mit Parameter intBlipSprite. Und wenn wir dann mal Google öffnen und sagen hier 5MBlipSprites, müssten wir hier auf so eine kommen, Blips. Das dauert einen kleinen Moment. Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie unser Wegpunkt denn aussieht, ist das die Nummer 8, Radar Waypoint. Und diese wollen wir dann auch einmal abgreifen. Das heißt, wir schreiben bei uns rein, wir könnten dann sagen hier mit getFirstBlipInfoID, aber wir wollen das ja natürlich innerhalb unserer Position haben, deswegen sagen wir einmal localPosition gleich getBlipInfoIdCoord. Wenn wir uns diese Funktion mal im Wiki anschauen, dann sehen wir, dass wir hier einen Vektor 3 zurückbekommen, also eine Position, das ist perfekt. Und wir müssen übergeben einen Blip, das heißt wir sagen hier getBlipInfoIdCoord, jetzt bekommen wir einen Vektor 3 zurück und übergeben einfach getFirstBlipInfoID und zwar die 8 für unseren Waypoint. Jetzt haben wir hier in Position die Position stehen und können ganz einfach sagen mit setEntityCoords. Also wir setzen jetzt unsere Koordinaten, das heißt Entity kommt hier am Anfang. Wir fangen an, indem wir uns selber, also unsere PlayerPad ID, und dann greifen wir auf Position zu, und zwar mit Position.x auf die X-Koordinate, mit Position.y auf die Y und mit Position.z auf die Z-Koordinate. Das andere brauchen wir nicht. Wir belassen es bei den drei, schreiben hier am Ende noch ein Semikolon hin und haben eigentlich soweit unseren Befehl fertig. Wie gesagt, das ist ein relativ einfacher Befehl und mit diesem Befehl können wir uns dann, wenn ein Wegpunkt gesetzt ist, natürlich nicht 9, sondern 8, mein Fehler, wenn ein Wegpunkt gesetzt ist, können wir uns damit dorthin teleportieren. Das Ganze probieren wir natürlich mal aus. Wir schließen das Ganze hier und setzen unsere Wegpunkt-Ressource in unsere Server-CFG nach ganz unten. Sagen wir Ensure Wegpunkt
Punkt und starten einmal den Server. Das ist dann bei mir der 5M Server und einfach die fx-server.exe starten. Dann schauen wir mal, ob unsere Ressource korrekt geladen werden kann. So, schauen wir mal, was hier oben steht. Started Resource Wegpunkt, wunderbar. Jetzt können wir einmal 5M starten und auf den Server connecten. So, auf dem Server ankommen, probieren wir mal den Wegpunkt-Teleport-Befehl aus, ohne dass wir einen Wegpunkt gesetzt haben. Wir werden dann zu der nicht definierten Stelle geportet und fallen runter. Das ist schon mal ein Problem, das ich aber absichtlich schon reingemacht habe, weil uns fehlt noch eine Funktion oder eher gesagt zwei. Und wenn wir dann einen Wegpunkt mal definieren hier irgendwo, da mal Wegpunkt-Teleport eingeben, werden wir zwar dorthin teleportiert, aber unsere Höhe ist falsch. Das heißt, die Z-Koordinate ist falsch. Wir minimieren nochmal, öffnen nochmal Visual Studio Code und nochmal die Docs von 5M und suchen mal nach der Funktion getGroundZ4-3D-Koord. Mit dieser Funktion bekommen wir nämlich die passende Höhe an einer bestimmten Position raus, wenn wir die X- und Y-Koordinate übergeben. Wir bekommen Bool zurück und eine Referenz, und zwar GroundZ. Mit dieser GroundZ-Variable können wir dann unsere Z-Coordinate-Funktion benutzen, um uns auch zu einer passenden Höhe zu teleportieren. Außerdem gibt es noch eine Funktion, die wir mit dasBlipExist aufrufen können. Diese Funktion gibt uns dann Bool True oder False zurück, ob ein Blip existiert. Und das heißt, nur wenn das Blip existiert, porten wir uns auch dorthin. Gut, dann passen wir mal den Code an. Zuerst einmal sagen wir hier, if das Blip exist, und hier übergeben wir einfach get first Blip info ID 8. Dann geben wir noch ein then hinzu und hier unten noch ein and. Jetzt werden wir nur geportet, wenn das Blip unser Waypoint existiert. Und vor Z Entity Chords sagen wir dann noch, es hat ja ein Bool zurückgegeben, nennen wir das einfach mal unused Bool. Und eine Referenz Z, nennen wir das mal spawn Z gleich get ground Z vor Unterschicht 3D Chord. Übergeben dann die position.x, position.y. Und als Z übergeben wir auch eine relativ hohe Höhe, damit ihr die Höhe selber sucht. 99.999,0.0. Und bei ignore water übergeben wir eine 1. Am Ende noch ein Semikolon. Und jetzt können wir nämlich auf spawn Z zugreifen. Dort ist unsere Höhe gespeichert. Die ersetzen wir mit Position Z. Das heißt, wir sagen jetzt hier spawn Z. Und zur Sicherheit sagen wir nochmal plus 0.1. Mit Steuerung und S speichern. Jetzt haben wir alles. Wir haben hier einmal die dasBlipExist-Funktion benutzt, um zu prüfen, ob unser Waypoint existiert. Und dann sind wir vorgegangen, haben gesagt, wir rufen getGroundZ4-3D-Koord auf mit unserer Position X, Position Y und einer 99.999er Höhe. Wir ignorieren das Wasser und übergeben diese an unsere Z-Entity-Chords-Funktion. Wir gehen mal zurück zu 5M, drücken mal F8 und sagen hier Restart Wegpunkt und geben nochmal den Befehl ein, ohne einen Waypoint zu definieren, sagen Wegpunkt-Teleport, es passiert gar nichts, das heißt, die Funktion funktioniert schon mal soweit, und wir definieren mal einen Wegpunkt hier vorne irgendwo, ist ja egal wo, und geben nochmal ein Wegpunkt-Teleport. Und wir sehen, wir fallen nicht mehr durch den Boden, sondern landen passend auf der Höhe der Straße oder des Objektes hier. Damit wären wir auch am Ende vom Tutorial angekommen. Alle wichtigen Links schreibe ich euch natürlich unten in die Beschreibung rein. Wenn ihr Hilfe braucht, besucht mich gerne auf meinem Discord oder am TS. Die Links dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke und ciao, ciao.